So, jetzt geht's nochmal los mit Watch Dogs 2. Ich muss das alles nochmal von vorne aufnehmen, weil es so doll geruckelt hat und das wollte ich euch nicht antun. Natürlich gibt es jetzt nicht mehr so den Überraschungsmoment, deswegen wundert euch nicht, wenn ich nicht komplett durchdrehe, wenn irgendeine Aktion passiert. Das wird am Anfang wahrscheinlich eher so eine Art Speedrun und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Aber vielleicht sehe ich ja Details, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich habe das jetzt alles mit Fraps aufgenommen, also unkomprimiert. Vorher mit OBS habe ich es ungefähr 10 Mal probiert, es hat nicht funktioniert. Aber starten wir einfach mal. Ich gehe übrigens davon aus, dass es daran lag, dass die Engine irgendwie nicht optimiert ist oder so. Denn wie ihr seht, mit Fraps kein Problem. OBS Studio hat es nicht hingekriegt. Naja, so hier das gute alte Covern. Jetzt weiß ich ja schon, wo welche sind. Und jetzt mache ich das mal so, wie man das machen sollte. Schnapp ich mir hier ganz in Ruhe. Der Typ weiß nicht, was auf ihn zukommt. Dum, dum, dum. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Nee, tut er nicht. Gut. Jetzt komm. Alter Hakel. So. Der ist durch. Was mir übrigens aufgefallen ist, jetzt eben gerade wieder, man kann nicht alles aufnehmen. Also so richtig Open World hätte ich jetzt gedacht, ich kann seine Knarre auch nehmen und so. Jetzt weiß ich, es gibt noch 2 Wachen, die erledige ich jetzt so, wie es gemacht werden muss. Okay. Oh, shit. Ich dachte nicht, dass ich jetzt schon Taser benutzen muss. Normalerweise wollte ich die alle ganz entspannt per Nahkampf. So, oh. Komme ich noch dran vorbei? Jo, hat mich nicht gesehen. Das darf der andere auch nicht sehen. Alter, ich bin schon harter Kämpfer, ne? Also ich meine, das ist doch so eine, ich glaube, spanische Waffe oder sowas. Nee, Quatsch, argentinisch, glaube ich. Hier weiß ich, hier liegt noch was. Das bringt mir Geld, da kann ich mir nachher geile Klamotten kaufen. Tablet, $4,555 dazu, nicht schlecht. Hier weiß ich natürlich auch, wie es geht. So, alles klar, ich muss den Stromkasten finden und den hacken. Jetzt weiß ich das natürlich alles. Ich weiß auch, wie man diesen komischen Röntgenmodus anmacht. Deswegen läuft das alles viel schneller dieses Mal. Zack, jetzt hacken wir den Kram. Das kann er ganz gut. Beziehungsweise ich natürlich. Ich kann das natürlich richtig gut. So, und jetzt kann ich hier runter und rein. Jetzt kommt wieder eine Cutscene. Die ruiniere ich euch nicht mit irgendwelchen Gelaber. You're wasting your time. He's not in. Gotcha. So that's him. He's got a gun. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Time him. I'm curious. Too late. He's in. Already? Don't say I don't know. I have no idea. Nuh-uh. No synonyms either. Give me a real answer. I'm just not that into aliens or video games. It's not just any alien. It's... Oh, come on. Anyone else having a problem with their... Ooh, what? Oh, God. Oh, God! So, der krasse Checker hat wieder zugeschlagen. So, jetzt weiß ich ja auch, wie das hier lief. Das erste Mal, weißt du noch, da habe ich ewig gedacht, ich muss einen richtigen Schlüssel finden. Und bin hier rumgelaufen, ey. Bestimmt, keine Ahnung, 5 Minuten? Weil da oben wird es ja angezeigt, wo ich hin muss. So, aber da ist der Hack. Das bedeutet, die Kamera brauche ich nur zu benutzen. Dann kann ich den auf den Bildschirm gucken und sozusagen remote zugreifen und... Da steht jetzt ja auch Intel acquired, also bedeutet Informationen acquired und nicht einen wirklich physischen Schlüssel. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es hier, ich versuche jetzt hier super schnell durchzukommen, aber ich glaube, ja, da ist noch einer. Ich glaube, dass die Wachen wahrscheinlich kein festes Schema haben. Oh, da hab ich jetzt... Ach, das ist auch... Mach doch, Mann! Ganz schön blutig dafür. Naja, gut, auf jeden Fall habe ich das jetzt auch geschafft. Und Geld gefunden habe ich auch. Sehr gut.
Jetzt muss ich noch. Ah, der ist informiert, der haut ab. Dann kann ich ja hier hoch. Dümpti dümpti dümpti, schnell mal laufen. Dümpti dümpti. Oh, jetzt bin ich schon wieder. Jetzt bin ich. Mal sehen, ob ich hier runterspringen kann, weil jetzt bin ich ja eigentlich zu weit. Ja, das ist nachher wichtig. Ach man. Da wollte ich das hier jetzt so hard checker-mäßig machen. Na gut, dann schnappen wir uns erstmal die Leute. Na, wo läuft er lang? Ich finde es gut, dass. Boah, das sind gleich zwei. Boah, und ich. Alter, bin ich. Da ist noch einer. Der schläft auch. Der andere kommt nicht zurück, oder was? Na, kommt er zurück? Da ist noch einer. Ne, treffe ich nicht. Witzig. Ach, da ist er. Jetzt ist er natürlich zurückgekommen. Ah, fuck. Diese Granaten sind echt derbe nervig so. Ja, den schnapp ich mir jetzt noch. Ey, ganz schön brutal, ne? So, den schnapp ich mir auch noch. Ich muss ja wieder runter. Das finde ich übrigens ganz lustig. Ist mir das letzte Mal aufgefallen. Hier sind jetzt ja Wachen hinter mir her. Und ich kann trotzdem anfangen zu hacken. Und irgendwie passiert hier nichts. Also die greifen mich jetzt nicht an. Jetzt muss ich erstmal warten gleich. Genau. Shutdown. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Firefight bestimmt. Ja, einer ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Escaping, escaping. Shutdown, shutdown. Go, go. Ich kann irgendwie nicht nachladen. Das ist auch komisch, weil ich weiß ja, dass ich jetzt schon wieder zweimal geschossen habe. Naja, gehen wir mal hoch. Denn da müssen wir hin. Ey, so einfach und trotzdem kriege ich das nicht gebacken, ey. Da war noch irgendwo eine andere Leiter. Genau, da hinten ist sie. Alles klar. Dann schaffe ich das. Jetzt geht's wieder weiter. Das ist schon richtig geil animiert. Dieses Hitzeflimmern. Also ich hätte mich das nicht getraut. Das ist ganz schön tief auch. Aber egal, ich bin ja ein harter Superhacker. So, jetzt muss ich den Hauptteil der Mission noch machen. Das ist aber relativ easy. Zack, eins. Oh, jetzt lade ich nach, ne? So, genau. Jetzt springe ich hier runter, gehe da in den Raum rein. Oh, mach doch mal die Tür. Oh, ey. Mann. So. Ja, genau. Jetzt muss ich hier... Find Server Access. Ja, ich muss doch hier. Genau. Jetzt muss ich hier anfangen, alles zu drehen. Um sozusagen den Stromkreis komplett zu machen. Da draußen sind so viele Wachen und die kommen hier nicht rein. Ich meine, du darfst nicht vergessen. Das sind hier alles Fenster, ne? Also hier ist eigentlich nichts los. Na? Kommen die hier nicht rein? Das ist geil. Ich meine, das sind riesen Fenster. Die können mich die ganze Zeit sehen. Gut, aber jetzt müsste ich alles hacken können. Ich muss... Jo, erstmal das Ding sozusagen. Jetzt ist doch einer drin. Aber seine ganzen Homies peilen das nicht. So, jetzt hacke ich das Ding erstmal. What
Mal ganz kurz eine blöde Frage. Threat Level irgendwie 82%, kein Job, aber registrierter Waffenbesitzer. Das funktioniert auch nur in den USA, ne? So, jetzt lösche ich das alles. Klick, 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 klick. Tor Exit Note Owner Tracked. Loitering with Intent. No charges filed. Fuck benutzt er ja ganz gerne das Wort, ne? Jetzt weiß ich ja, jetzt können wir das gleich mal alles löschen. Zack, ist die Kriminalakte weg. Jetzt sind wir noch bei 42% und jetzt löschen wir einfach alles. Oh, ich existiere nicht mehr. Sehr schön. Neues Online-Profil, jawohl. Bla bla bla, das sieht mich nicht. Gonna drop a little backdoor into the system so I can get back inside later. Sorry, Bloom. We've got unfinished business. He's heading out. Bag him. Yeah. Die Flucht ist deswegen ganz spannend, weil da ein ganz geiles neues Feature. Ich meine, ich kenne es natürlich jetzt schon, aber ich zeig's mal ganz kurz. Wenn die Szene, nicht mal die Cutscene endlich zu Ende ist, na komm schon. Ja. Okay, alles klar. So, ich kann da rangehen und kann verschiedene Optionen machen. Und jetzt, wie ihr seht, ist da so ein Zirkel drumherum. Das bedeutet, das ist jetzt wie eine Mine. Es brennt durch, sobald er in die Nähe kommt. Na komm. Bing. So. Bisschen Geld noch mitnehmen. So, und das letzte Mal habe ich hier jetzt alles als Minen gemacht. Aber diesmal weiß ich ja, wo ich lang muss. Also einigermaßen zumindest. Hier, glaube ich, und dann muss ich weiter wieder runter. Jetzt kann ich hier. Ich dachte, ich bin das letzte Mal hier runtergesprungen. Na gut, laufe ich halt die Treppen runter. Nee, nicht hoch. Vielleicht muss runter. Irgendwie in so einen Keller rein. Aber ich kann hier nirgendwo. Ah, stirb. Ach Quatsch, stirbt natürlich nicht. Ist ja nur. Ist auch lustig. Der Taser sorgt ja nur dafür, dass die Leute irgendwie schlafen. Aber wenn ich die Leute verprügel. Ist das richtig, richtig krass. Ich meine, er spritzt das Blut und so. Das ist irgendwie... jetzt muss ich da lang oder was? Ja. Okay, ich mache hier... Hallo. Alter, wenn ich mal klicken könnte. Komm. Bam, bam. Seht ihr? Hier Blut ohne Ende. Aber der Taser sorgt nur für ganz entspannt ein bisschen schlafen gehen. Kann ich den hier wenigstens... Ja. Ey, ich bin schon ganz schön fit, ne? Also, oder ich habe halt gute Sneakers. Ja, jetzt muss ich hier durch. Ach, da war. Da muss ich durch, genau. Komm schon. Hold it right there. Help him. Where the fuck am I going? Josh! Okay. Ich meine, das ist auch eine krasse Aktion, ne? Muss man auch wirklich sagen, da ist man ein bisschen neidisch, wie der am Start ist. So, jetzt kommt der interessante Teil. Ich lasse euch mal da lieber allein. CTOS, a citywide operating system merging big data with surveillance, security and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believe the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move. Building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant. Toys study your children, reporting their play habits back to marketers. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is worth treating. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale.
You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. Obwohl ich schon gesehen hatte, ich fand das echt geil. Also dieses Video ist richtig, richtig geil gemacht. Und leider entspricht es ganz schön dem, in welcher Zeit wir so leben. Am I in? Welcome to DedSec. I'm Satara. This sweetheart is Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, you're Hot Sauce? Yeah, man, I loved your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's wrench. The needs of the many. And this Casanova is Horatio. What's up, brother? What's up, man? It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Shit. You saw Broom's bullshit. CTOS isn't just regulating infrastructure. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind-blowing. Yeah. It's Big Brother and Little Brother all rolled up into one. Huh? Sees everything you do and tells on you. Das Gespräch ist irgendwie merkwürdig. Also beim ersten Mal ist mir das nicht so aufgefallen, aber wenn das alles so krasse Hacker sind, dann wissen die halt nicht so richtig Bescheid. Irgendwie an manchen Sachen. Naja, gut. Darum soll es ja auch nicht gehen. Ist ja schließlich kein Kinofilm. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house, or your insurance. That's not even the worst case scenario. All that data in the hands of the government? They'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. Now I fucking know why. Man, fuck it! Fuck it, man. Auf jeden Fall ist fuck und fucking sein absolutes Lieblingswort. Er übertreibt das richtig und deswegen, ja, das erste Mal war es nicht so schlimm, aber dieses Mal muss ich sagen, wenn ich das höre, die Ideen sind ja alle ganz geil, aber warum fucking fuck, 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 fuck? Is being used to rob them of their fucking freedoms. Fuck. I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Hold on. You what? He installed the back door, so all we have to do is walk through. Bingo. Das ist, glaube ich, jetzt die merkwürdigste Szene im ganzen Intro. Hey, man. Das verstehe ich nicht. Wird wahrscheinlich nachher noch irgendwie wichtig. Wenn man so voll ist, sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man mit wem redet oder auch sein Handy fallen lässt, wenn man Hacker ist, ey. Maybe I am one. Hey, you look familiar. Have a good party. Fucking king this motherfucker. Fuck you, Bloom. I'm gonna go have a goddamn good time. Ich frag mich halt immer noch, wie er nicht verhaftet worden ist, nachdem er sich so assig benommen hat, als er so betrunken war. Naja. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Where? Check your pics and figure it out. Whose place am I in? Cause I can never.
Und ja, ich stehe immer noch dazu. Ich finde, dass es sehr, sehr GTA-mäßig ist. Also GTA 5. Besonders dieser Part, dass natürlich eine Open World wie im ersten Teil, die lange nicht so gut war, gezeigt wird. Aber eben man auch sowas hat, wie was wir jetzt gleich machen. Wenn ich mich richtig erinnere, muss ich erst mir gleich Klamotten kaufen. Also auf jeden Fall war das so voll GTA-Style. Guess I was lit, huh? Like Mardi Gras. Go get yourself something to wear, and I'll tell you where to go next. Oh, and you'll need your phone ready for operations. So hit the store and download your apps before you get here. Damn, walk of shame on my first day. Ja, stimmt. Ich muss erstmal irgendwelche Apps runterladen. Die Karten-App sozusagen. Wenn ich Aufträge kriege, kann ich dann sehen, wo die ganzen Sachen genau sind. Man kann auch noch andere Sachen runterladen, so ein Media Player. Es ist wirklich alles wie bei GTA. Ihr habt halt so einen Soundtrack, verschiedene Soundtracks und so weiter. Und Musik kann man finden etc. Aber das Wichtige ist eigentlich in diesem Fall diese Noodle Maps oder wie auch immer man die ausspricht. Und mit dem kann man in den Fällen, wenn es keine wirkliche Mission ist, Fast Travel machen. Das finde ich echt gut, weil sonst hätte ich da jetzt erstmal hingemusst. Und das dauert halt ewig dann. Ich frage mich übrigens Folgendes. Egal wie betrunken ich bin, ey, ich lasse doch nicht alle meine Klamotten da. Handy hat da komischerweise... Ach nee, stimmt gar nicht. Das ist ja das neue Handy, das neue Hacker-Handy. Tasche ist immer noch am Start und seine coole Waffe. So, jetzt einmal kurz Outfit. Das habe ich das letzte Mal schon sehr ähnlich gemacht. Kann man halt 1000 Optionen machen. Ist auch sehr GTA-Style, keine Ahnung. Da gibt es sogar ganze Stile. Das habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. So Stilpakete. Shop. Classes. Genau. Die Hose. Genau. Keine Ahnung. Nee. The Morning After. Das hatte ich ja eben schon. Das ist ja Blödsinn. Naja, ist auch egal. Nochmal kurz neue Schuhe. Und eine neue Tasche, glaube ich, auch noch. Da gibt es ja eh nur die erstmal am Anfang. Ja, okay. Sieht halt aus wie Louis Vuitton. Ist... Ach ja, übrigens hier. Das ist mir jetzt aufgefallen, warum das wichtig ist. Diese Follower. Das sind sozusagen die Level, die man erreichen muss an Popularität. Und dann kriegt man auch so Resource Points, die man nachher braucht. Ich nehme wieder das Motorrad, das habe ich das erste Mal als gespielt habe schon gemacht. Naja, mal schauen, ob ich diesmal besser hinkriege. Einen kleinen Sprung hier. Wieso kann ich jetzt hier nicht rüberspringen? Ja, Alter, das ist nicht dein Ernst. Ey. Ich komme damit irgendwie nicht so richtig klar, ne? Das ist ein bisschen peinlich. Mal sehen, ob ich das irgendwann schaffe, hier wieder rauszukommen. Weil ich könnte ja jetzt schon eigentlich da sein. Jetzt ist halt zurück. Mal sehen, ob ich jetzt hier wenden kann. Jo. Oh, Alter. Die Steuerung ist auf jeden Fall so super gewöhnungsbedürftig, muss ich echt sagen. Jedes Mal habe ich gleich ein Problem. Peinlich, aber wahr. So, dann bin ich jetzt auf dem Weg. Glücklicherweise kenne ich den Weg ja schon. Das letzte Mal war ich mir nicht ganz sicher, weil es ist ja echt San Francisco und da bin ich ehrlich gesagt noch nie Auto gefahren. Ich war zwar schon in San Francisco mehrfach, aber nicht im Auto gefahren. Genau, aber jetzt langsam gewöhne ich mich auch an die Steuerung. Was mir übrigens aufgefallen ist, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, obwohl wir ja nicht nur nach uns gefahndet wird, sondern wir hier auch wie derbe durch die Gegend hauen, wenn man auf Polizei trifft, halten die einen nicht an oder so. Also es ist nicht so, dass man jetzt immer dann aufpassen muss, wenn die Polizei in der Nähe ist, nicht zu schlimm zu fahren. So, jetzt sind wir in Oakland, also immer noch auf der anderen Seite auf jeden Fall. Nehmen wir die Schnellstraße. So. Da konnte ich... Hier sind halt Sachen auch, die angezeigt werden und so. Aber ich habe jetzt den ersten Auftrag.
da halt hinzufahren. Ist ja auch gar nicht mehr so weit jetzt, weil ich so derbe durch die Gegend heize hier. Deswegen so andere Sachen, Open-World-Mechaniken und so, kümmere ich mich dann später mal drum. So, da sind wir schon in San Francisco. Noch 2,8 Kilometer. Ab durch den Tunnel. So. Key Data discovered nearby. Ja, muss ich mir natürlich nochmal angucken. Jetzt geht es erstmal wirklich darum, die Story ein bisschen weiter voranzubringen. Und witzigerweise hacken kann ich die Autos auch noch nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Ah. Ist ja witzig. Ich habe jetzt ihn sozusagen gehackt und habe mir von seinem Konto $50 abgehoben. Nicht, dass ich das Geld bräuchte gerade, aber das ist ja ganz schön fies. So, da kommt meine Abfahrt jetzt. Das letzte Mal war es, glaube ich, nicht so voll. Ändert sich natürlich auch immer, ist ja nie gleich. Na, oh ey. So, jetzt muss ich hier runter. Und dann am Ende, glaube ich, links. Oh ey, wie beim ersten Mal. Wie der erste Mensch fahre ich mir hier einen zusammen, ey. Ich komme damit einfach nicht klar. Manchmal macht er richtig geil, super dynamische Botnet Recharge. Achso, okay, klar. Also ich kann nicht unendlich viele Leute hacken hintereinander. Das wäre auch sonst ein bisschen unfair. Sonst würde ich einfach nur rumfahren, jeden hacken und von seinem Konto mir Geld ableihen. Alter Schwede. Nicht ableihen, sondern hacken. Ey, sag mal. So, jetzt muss ich hier hin und dann irgendwie rechts die Straße hoch. Ist das nicht hier schon? Nee. Hä? Nee, das ist falsch. Was war doch hier? Ach, okay, alles klar. Noch nicht weit genug. So, nu aber. Genau, das ist dieser komische Laden. Ich quatsch einfach mal mit jemandem. Ich weiß nicht, ob das, ist das auch alles Hacker? Hä? Okay, alles klar. Ein Künstler. Major Army. Whatever. Ey, ganz ehrlich, dann gehe ich hier mal rein ins Headquarter und dann schauen wir mal, was die Story weiterbringt. Finally. So Josh and I spoke, and fucking over Bloom has been a long-standing project. All right, you need two things to take down Bloom. You need to get people to rally behind your cause to separate you from the... Genau das ist es nämlich, was ich vorhin gesagt habe. Man kriegt ja mal Follower obendrauf und so weiter. Und die sind wie so Experience Points. Und die sorgen dafür, dass ihr immer erfolgreicher und dadurch auch berühmter werdet. Und dann folgen euch mehr Leute. Und wenn euch mehr Leute folgen, dann kann man leichter hacken. Focus on some high profile ops, playing for exposure and laughs to get people to download our app. Mm-hmm. All right. Don't worry. So that was something fun. Das mit dem Hacken und so wird jetzt auch gleich nochmal erklärt. So, genau, jetzt mache ich das. Es gibt irgendwie so eine App, so eine besondere App. Und dann. Genau, Open Source, bla bla bla. Ist aber völlig irrelevant. Da mussten sie natürlich einen Namen für finden. Viel wichtiger ist aber, ich brauche halt Follower. Wenn ich Follower habe, kriege ich mehr Fame. Und wenn ich mehr Fame kriege, werden meine Fähigkeiten besser. Eigentlich ist das so Skill Points in normalen MMOs, die durch Erfahrungspunkte gesteuert werden. Also genau wie sonst auch. Ich zeige das mal kurz. So. Genau, jetzt kann ich halt diese ganzen Bereiche
nehmen. Verschiedene Bereiche halt, Remote Control, Hardware, Hijacking und sowas alles. Genau, kann man halt. Das, nicht alles ist. Also ich habe vier, sondern. Ne, zwei Research Points habe ich. So, und jetzt kann ich da reingehen. City Disruption. Ich glaube, Social Engineering war das Wichtigste. Ja, nee, aber das ist gut. So, das bedeutet, kann ich besser schießen oder wie? Ja, sieht so aus. Key Data und Cliffer aus, bla. Remote Control, Vehicle, Social Engineering. Ah, Create Distraction, genau, das ist super. Das nehme ich mir mal. Wird auch gleich gezeigt, wie es funktioniert und so, das ist echt gut. Jetzt habe ich bloß leider natürlich keine Research Points mehr. Dass er sich immer so komisch umdreht und wieder wegdreht. Oh, ein 3D-Drucker, cool. Seriously? Yep. Once you master it, voila! Hipster Merchant of Death. All good, except I'm no hipster. You keep telling yourself that. Now try to make something. But don't blow us up. Ganz cool, das hatte ich noch nicht ausprobiert beim ersten Mal. Okay, Easy Stun Gun. Weapons. Okay. Ach, Paint Jobs steht da oben drüber. Ich schätze mal, das ist wieder so wie, keine Ahnung, in Counter-Strike Global Offensive oder so. Mal sehen, wie schnell der Drucker ist. Normalerweise dauert 3D-Drucken ja, ich meine, mal eben kurz Stunden, ne? Oh, hier ist kurz easy. Boom, habe ich eine neue Waffe. Die sieht ein bisschen komisch aus, aber wird wahrscheinlich das, ja, wird den Job schon schaffen. Ah, jetzt muss ich noch den RC Jumper drucken. Wo ist der? Da ist er. Enter events to reach. Na, egal. Ey, das geht so geil schnell. Wer möchte bitte nicht so einen geilen 3D-Drucker haben? Ja, ist ja ganz nett. Sieht ein bisschen komisch aus. Witzig ist auch, das sind ja Hacker, die versuchen im Verborgenen zu sein und überall ist ihr Logo drauf, DeadSec, ne? Das ist schon ein bisschen, naja, im wahren Leben. Ach, das passt in mein kleines Täschchen rein. Nicht schlecht. Na, dann werde ich jetzt auch mal Schluss machen für heute und das nächste Mal geht es dann um die ersten Missionen. Nicht vergessen, abonnieren und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Einfach abonnieren, liken. Bis dann.